Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Ich habe mir heute vorgenommen, ein Shiny Normifin zu handeln. Und da ist hier der beste Platz, ich zeige dir das eben, das ist direkt neben Vermanca City. Hier an diesem Strand. Und was man dann basically macht, ist ein... Lol. Ist hier ein Wassersandwich zu zünden und dann hier immer an diese Ecke alle zu despawnen, weil dann ist man wieder quasi in der City. Dann geht man ein Stückchen raus, dann spawnen wieder alle, guckt, ob ein Shiny dabei ist und dann geht man wieder raus. Da kann natürlich auch alles andere, was hier so am Wasser ist, Shiny sein. Carpador, ich sehe dann auch Diglett, Schlickter meine ich, was ich auch brauche. Ganz wichtig wie immer, Leute, ne? Automatisches Speichern aus. Einmal vorher speichern, bevor ihr das Sandwich zündet. Und dann, falls ihr nämlich in einer halben Stunde keins findet, könnt ihr einfach restarten und das Ganze nochmal neu versuchen. Also standardmäßig immer Tomate, Zwiebel, grüne Paprika und eine Frikadelle und dann zwei Gurken dazu. Dazu zwei Gewürze, welche ist egal. Und dann bauen wir das mal eben. Ja, also man kann einfach in die Stadt quasi... Ah, deswegen, weil da dann immer ganz viele Normifiens kommen. Deswegen wahrscheinlich nah am Ufer. Guck mal, so ist hier perfekt. So, dieser View ist perfekt. Es geht ja immer ein bisschen um die Spawn-Distanz. Und da müsst ihr euch am besten den Punkt nehmen, wo der Strand nicht dabei ist. Ich glaube, so ist perfekt. Guck mal. So habe ich um mich herum richtig viele Pokémon. Wie sieht ein Shiny Normifien eigentlich aus? Ist das so rosa, ne? Ah! Da hätten wir auf jeden Fall mal einen Bammelin. Das habe ich auch noch nicht. Lass mich da hin, Gyarados. Alter, das sieht man da übel gut. Das ist ja einfach Gold. Chillig. Nicht das, was ich gesucht habe, aber brauche ich auch. Hab ich noch einen Netzball? Perfekt. Nimm es, auf jeden Fall. Das gab es ja auch nicht in Schwert und Schild, ne? Das brauche ich auf jeden Fall. Das habe ich noch nicht. Am besten zweimal, ne? Für Living Decks. Perfekt. Das speichere ich auch. Ist das da ein gelbes Carpador? Ja. Carpador. Also das von allen juckt mich am wenigsten. Das würde ich sogar resetten. Also das brauche ich echt gar nicht. Ich habe eine Million Shiny Gyarados. Ich nehme es jetzt mit, aber das würde ich resetten. Das juckt mich null. 0,0. Ja. Das, was Steven sagt, gilt vor allen Dingen für Handhelds. Ich bin halt voll der Fan, mit einem kleinen Gameboy irgendwie auf der Couch zu chillen oder im Bett. Und nebenbei was zu gucken, als hier in diesem scheiß Stuhl zu sitzen. Wenn ich nicht streamen würde, würde ich auch niemals... Ah! Komm her! Komm her, mein Schatz! Da haben wir dich! Hallöchen, gehörst jetzt zu mir. Ah! Ah, yes! Endlich! Bam! Da haben wir ihn. Nach Shiny Bammelin und Shiny Carpador. Auch Shiny Normifin. Sehr gut. Also... Hier ist ein sehr, sehr geiler Spot, muss ich sagen. Wenn ihr Shiny Wasser-Pokémon haben wollt, geht hier hin, neben Vermanca City. Immer wieder schön despawnen und farmt euch die Shinies. Ah! Ah! Hallöchen, du gehörst zu mir. Schön. Schön, 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 schön. Also diesmal aus einem Sandwich drei Shinies und beim ersten Sandwich nur ein. Das ist auch wieder ganz komisch. Naja, das war ein schönes Sandwich. Let's go.